Es gibt viele Kinderserien, die ich damals sehr gerne gesehen, aber auch schon sehr lange vergessen habe und fünf davon möchte ich euch heute in diesem Video vorstellen. Das haben wir bereits mit fünf anderen Kinderserien gemacht, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ansonsten würde ich sagen, abonniert gerne den Kanal für mehr Cartoon-Content und wir beginnen mit der ersten Serie. Und dabei handelt es sich um Wow Wow Wupsi. Diese Serie habe ich damals sehr gerne geschaut, aber ich muss zugeben, dass ich sie bis vor wenigen Wochen komplett aus den Augen verloren habe. Erst als mir Wupsi, also der Hauptprotagonist der Serie, einmal random als Bild ins Auge sprang und ich mir das Intro nochmal angesehen habe, habe ich mich wieder an ihn erinnert. In der Serie ging es um Wupsi, ein gelbes quadratisches Wesen, welcher eine blühende Fantasie hat, gerne Bolzball spielt und gemeinsam mit seinen beiden Freunden, Wilfred, dem rosa Hasen, was handwerklich sehr begabt ist, und Walden, einem lila Bären, der die Wissenschaft liebt und lehrreiche Bücher liest, viele tolle Abenteuer in ihrer Stadt Wurzelburg erleben. Häufig kommt es da zu Problemen und Konflikten untereinander, aber auch zwischen anderen Bewohnern, wo das Trio jedoch recht schnell eine Lösung findet. Dabei lernen sie stets, dass Werte wie Ehrlichkeit, Toleranz und Fairness ein gutes Miteinander ausmachen, was ich wirklich sehr schön finde. Solche Messages werden heutzutage gefühlt fast gar nicht weitergegeben. Alles muss ja schneller, krasser und am besten bearbeitet sein, wobei es ja eigentlich die Werte sind, die solche Serien ausmachen sollten. Aber nun gut. Wow Wupsi ist so eine Serie, die wahrscheinlich manche von euch stark verdrängt haben, aber nichtsdestotrotz ist die Serie gut gemacht und gehört auch sowas von in die Liste mit rein. Wir machen weiter mit der nächsten Serie und das wäre Forsters Haus für Fantasiefreunde. Dort geht es um das besagte Forsters Haus für Fantasiefreunde, wo imaginäre Wesen in diesem Haus einen Unterschlupf haben und sie dort auch so lange leben dürfen, bis ein neues Kind sie adoptiert. Denn in dieser Serie haben Kinder irgendwann ab einem bestimmten Alter einfach keine Lust mehr mit ihren imaginären Freunden, die sie sich zuvor ausgedacht haben zu spielen. Und so kommt es letzten Endes vor, dass es in gewissen Abschnitten immer wieder neue Kinder gibt, die diese Fantasiewesen adoptieren und mit ihnen für einen gewissen Zeitraum spielen wollen. So speziell in dieser Serie auch der 8-jährige Mac. Dieser ist ja oft in diesem Haus und erlebt mit seinen Freunden, vor allem mit seinem besten Fantasie-Buddy Blue, einem blauen geistähnlichen Klecks, die verrücktesten Abenteuer. Und diese Serie habe ich, to be honest, auch selber vergessen gehabt, aber als ich davon mitbekommen habe, konnte ich mich sehr gut an diese Serie erinnern. Ich habe die Serie zwar nicht so häufig wie manche andere Serien gesehen, da haben mich einfach andere Serien wie American Dragon, Kim Possible oder auch Phineas und Ferb mehr interessiert, aber dennoch blieben mir so ein paar Momente tatsächlich noch im Kopf hängen. Wobei, das gibt's ja sowieso bei jeder Serie. Man hat meistens sofort immer irgendwelche Momente im Kopf, wenn man in Berührung mit vergessenen Cartoons kommt. Aber ja, ich kann da auf jeden Fall nichts Schlechtes über diese Serie sagen. Sie war wirklich gut. Kommen wir nun zu einem meiner Highlights der vergessenen Kinderserien. Das habe ich damals wirklich rauf und runter geguckt und das kennt ihr wahrscheinlich auch so ziemlich alle. Skunk Fu. Skunk Fu ist so einer dieser Kinderserien, die jeder, der sie damals gesehen hat, beeindrucken konnte und keiner konnte so wirklich sagen, warum. Diese Serie hat auf jeden Fall seinen eigenen Touch und dennoch gilt die Serie meiner Meinung nach als einer der Kinderserien, an die man sich nicht sofort erinnert, wenn man über alte Kinderserien spricht. Aber hey, die Serie ist nice. Skunk das Stinktier ist eines Tages irgendwann mal vom Himmel gefallen und ein alter Panda hat ihn aufgenommen und ihm die besten Kung-Fu-Techniken gezeigt. Er lernte andere Tiere kennen, die zu seinen Freunden wurden, merkte aber recht schnell, wer so gar nicht seine Freunde sind. Und gemeinsam mit ihnen kämpfen sie so gegen manche Bösewichte. Sie versuchen so ihr Tal zu beschützen, lernen jeden Tag neue Techniken kennen, wachsen gemeinsam immer mehr und mehr und das Ganze gepaart mit der kleinen Prise Humor und den einzelnen interessanten Charakteren ist es das, was die Serie ausmacht. Ich habe die Serie letztens wieder gesehen und ich finde sie einfach immer noch so toll wie früher. Schaut sie euch wirklich sehr gerne an. Man bekommt immer in den Folgen gewisse Weisheiten fürs Leben mit und lernt so neue Dinge, die nicht ganz unwichtig sind. Die Koala-Brüder. Diese Serie hatten wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm gehabt, aber ja, für die gibt es auch. Und die ist zwar echt vergessen, aber auch einfach nur toll. Für alle, die sie nicht kennen, es geht bei der Serie um die beiden Koala-Brüder Buster und Frank, die jeden Tag mit den Problemen der anderen Bewohner ihrer Stadt konfrontiert werden und daraufhin probieren, eine passende Lösung für das Problem zu finden. Oftmals fliegen sie auch gemeinsam oder mit anderen Tieren mit ihrem Flugzeug in die verschiedenen Orte, um dort gewisse benötigte Materialien zu holen, sowie auch mal um andere Bewohner, die weiter weg wohnen und sie besuchen wollen oder auch einfach nur an einer anderen Örtlichkeit sind, abzuholen. Hin und wieder fliegen sie auch zu anderen Orten, um sich diese genauer anzusehen und entsprechend dort bestimmte Probleme zu lösen. Ich habe diese Kinderserie damals auch so unfassbar geliebt. Als Kind war ich so sehr in diese Serie verliebt, sie hat mich regelrecht in den Bann gezogen. Aber auch zu Recht. Sie hatte was Einladendes, Freundliches und auch vor allem etwas Warmherziges und es war immer wieder schön, sich damals diese Serie anzusehen.
Selbst heute. Ich habe mir ein paar Folgen wieder angesehen und mir kamen so viele Sachen wieder bekannt vor, ich konnte mich an so vieles wieder erinnern. Zum Beispiel der Gag, dass immer wenn Frank und Buster mit ihrem Flugzeug abheben, sie immer wieder ihren Briefkasten kaputt machen. Das war so funny. Dennoch ist das eine leider sehr vergessene Kinderserie. Wir kommen nun zu der letzten Kinderserie, die viele vom Namen her nicht wirklich kennen, beziehungsweise erst dann kennen, wenn sie was dazu sehen. Und diese Serie nennt sich Bing und Bong. Wobei eigentlich heißt sie ja Kleine Planeten, Gute Reise Bing und Bong. Und wenn es eine Serie gibt, die gefühlt jeder kennt, aber niemand so wirklich weiß, wie sie heißt und wo die Serie sehr stark in Vergessenheit gerät, dann ist es die hier. In Kleine Planeten, Gute Reise Bing und Bong, da geht es um die beiden Hauptfiguren Bing und Bong, die auf dem Nordplaneten zu Hause leben. Die beiden sind Entdecker und fliegen mit ihrer großen weißen Couch zu nahegelegenen Welten ihres Sonnensystems und erkunden dort bei den verschiedensten Missionen alles, um etwas über die dort lebenden Bewohner zu lernen, um neue Freundschaften zu knüpfen und um Spaß zu haben. In 5-minütigen Folgen werden ihre Reisen festgehalten und es ist echt interessant, weil das so einer dieser Serien ist, wo keiner der Figuren redet. Sie machen gewisse Laute, verständigen sich letzten Endes so und so lernt man auch eine andere Facette der Sprache kennen, was einem als Kind natürlich nicht so bewusst wird wie einem Erwachsenen, aber dennoch hat das was Spannendes an sich. Ich finde, diese Serie hat auch allgemein was Eigenes an sich, was sie besonders macht. In diesen jeweiligen 5-Minuten-Folgen ist man ebenfalls in einer anderen Welt und es ist sehr cool, Bing und Bong bei ihren Reisen zu sehen, beziehungsweise sie dabei zu begleiten und neue Dinge zu erfahren. Und ich glaube, ich brauche hier auch nicht zu erzählen, dass ich diese Serie ebenfalls gerne geschaut habe. Ich habe all diese Serien geguckt. Macht ja auch Sinn. Sonst würde ich über diese ja auch nicht in einem Video reden.